Einen wunderschönen guten Morgen am Dienstag. Wir haben den 14. März 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein. Wir blicken auf den Markt, auf den DAX. Den hat es gestern ordentlich durchgeschüttelt, denn wir haben nicht nur die 15.000 unterschritten, sondern auch die Range verlassen, die wir seit Anfang Februar hatten. Ja, die Gründe dafür, die habe ich dir in der Wochenendanalyse schon dargelegt und das möchte ich heute noch mal ein bisschen ausbauen und natürlich auf den Markt blicken, wie wir heute in den Handel starten und was es für potenzielle Chancen gibt. Natürlich mit dem Risikohinweis, dass all das, was ich hier sage, reine objektive Berichterstattung ist, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung, sondern auch dann am Ende die Trades, die ich zeige, nur meine Trades in meinem Konto. Das zeige ich übrigens auch ganz oft hier mit. Ja, mit welchen Voraussetzungen sind wir denn in die Woche gestartet? Die Range, die uns seit Februar begleitet, möchte ich dir hier gerne nochmal zeigen. Das war nämlich auch das Fazit der letzten Handelswoche. Und daraus sind wir dann am Freitag nicht ganz ausgebrochen, aber zumindest von einem oberen Lauf, von einem neuen Jahreshoch deutlich zurückgelaufen bis in den unteren Bereich, an die untere Begrenzung ran in der Freitagsnachbörse. Also Freitagabend, da wackelten schon die US-Indizes. Das habe ich dir ausführlich aufgezeigt, will ich jetzt nicht nochmal wiederholen, sondern möchte direkt nochmal den Grund in einem Satz sagen. Die US-Regierung hatte dann am Wochenende veräußern lassen, dass die Spareinlagen sicher sind. Da geht es um die Signature Bank im Kryptobereich und die Silicon Valley Bank, eine normale Bank, obwohl die 16. größte in den USA ist schon ganz groß. Und das klingt ja erstmal so, als ob die Märkte nach oben laufen können. Sind sie auch? Also zum Handelsstart der Futures gab es Aufschläge und diese Aufschläge wurden erst einmal positiv begleitet, auch im DAX. Der DAX ist auch in der Nachbörse bzw. Vorbörse gestern um die 15.500 nach oben gelaufen, um dann abzugeben. Tja, und dann kam eins zum anderen und auch eine Art Lawineneffekt, als wir erneut an den Range-Tiefs notierten, kam der Durchbruch und der Durchbruch kam sehr, sehr rasant. Wir hatten Abgabedruck über den ganzen Tag, sind sogar unter die 15.000 gerutscht. Das war also keine Barriere, kein Support. Kamen erst bei 14.900 ungefähr zum Stehen, haben das am Nachmittag nochmal getestet und uns im Grunde genommen auch unter der 15.000 aus dem Handel verabschiedet. Das war schon ein starker Tobak, wie man so schön sagt, dass die Märkte hier so unter Druck gerieten. Insbesondere der DAX, der hat deutlich mehr verloren als der Eurostoxx und auch als am Nachmittag die US-Märkte im Plus waren, hat der DAX es nicht geschafft, hier zumindest wieder an die Range von unten ran zu laufen. Das wollen wir uns gleich im Chartbild anschauen. Vielleicht dazu auch, wie das Trading technisch läuft. Natürlich kannst du den Ausbruch aus einer Range hier immer wieder traden auf der Short-Seite. Da wir aber in den letzten Wochen mehrfach auf der Unterseite einen Ausbruch provoziert hatten und der Markt hat es nicht geschafft, also ich erinnere nur an 2 Wochen, das war der Donnerstag, als wir bei 15.144 standen und dann wieder nach oben und sogar ein neues Jahreshoch, da fällt es natürlich schwer, an der Unterkante direkt Short zu gehen, weil wo willst du auch deinen Stopp setzen bei solchen dynamischen Erholungen? Ich bin dann eher der antizyklische Trader, der nach Chancen sucht auf der Gegenseite und das war gestern die Long-Seite. Ein paar Mal hat das auch ganz gut funktioniert. Ich bin auch ein paar Mal ausgestoppt worden, keine Frage. Aber in Summe muss es sich halt rentieren. Und ein Trade bringe ich dir mit, der sich gestern aus dem Morgen direkt aus dem ersten Handel ergeben hat. Da standen wir noch über 15.300 und da gab es tatsächlich an der 350 die Gegenbewegung, die dann auch mal vom Chance-Risiko-Verhältnis mehr Chance als Risiko brachte, wo man also den Stopp nachziehen konnte. Genau solche Trades würde ich auch wieder versuchen, heute für dich einzufangen bzw. zu erörtern. Wie ich da vorgehe, ist ja auch nur mein Trading. Also komm da gerne zum DAX Live-Trading hinzu. Ich zeige dir das auch nochmal auf der Seite und ich habe das ein bisschen umstrukturiert. Du findest auf der Homepage Fit for Finanzen links im Bereich Live-Trading dann 2 Artikel oder Absprungmarken, wie man so schön sagt. Der erste ist dann DAX, der zweite Wall Street. Da gilt das parallel und wenn du hier reinschaust, hast du dann eben auch nochmal einen Beispiel-Trade hier eingebunden und da würde ich zum Beispiel dir auch jeden Tag denselben Link, ja, aber einen neuen Preis hier mitgeben. Und das ist tatsächlich, da wir bei Session 7 von 10 sind, es wird immer wie so eine Zehnerkarte,
jetzt das Ganze nur noch für die nächsten Tage ja, mit relativ übersichtlichen Preis anbieten. Wenn du da Lust hast, komm gerne hinzu. Genug dazu. Das große Bild natürlich wollen wir auch noch updaten. Wir haben die Range uns angeschaut und die ist nach dem gestrigen Tag logischerweise gebrochen. Und diesmal auch per Schlusskurs. Also nicht nur ganz kurz nach unten gedippt, wieder eingefangen, sondern über 250, sagen wir mal 300 Punkte unter der Range geschlossen. Die 300 Punkte war ja auch diese Range, dieser Range-Abstand. Und wenn man den dann wieder erreicht, ja, oder unten dran poppt, dann ist das das Kursziel. Könnte also durchaus optimistisch sein. Was mich ein bisschen skeptisch macht, ist, dass diese Abgaben immer wieder stattfinden innerhalb des Handelstages über der 15.000. Also da sieht es noch nicht so aus, als ob der Markt hier fertig ist aktuell. Ich komme aber gleich nochmal auf zwei, drei Fakten zu sprechen, die hier eher auf der positiven Seite das Ganze bescheinigen und man sollte nicht komplett schwarz sehen. Der Tag trotzdem als Zusammenfassung, auch das noch als Bild, weil wir da die Referenz brauchen für eine mögliche Gap-Betrachtung. 14.959, minus 3% der DAX und minus 3%, das liest sich erstmal, wow, das ist ja ganz schön viel, sind ja am Ende so rund 300 Punkte, gar nicht so extrem viel. Und man könnte hier noch einmal in die Historie reingehen und schauen, wann gab es denn die letzten Tage, wo so eine starke Bewegung gab. Und tatsächlich das Jahr war, was solche Dinge angeht, eher ruhig. Also wenn ich mir den DAX anschaue aus dem März, das hole ich mir mal rein, zum Beispiel von Wall Street Online, da kannst du dir die historischen DAX-Kurse Xetra anschauen. Also beim Handelsplatz immer darauf achten, dass du Xetra auswählst. Minus 3% als Referenz. Damit ist natürlich der März jetzt auch im Minus. Ja, eine Schwankung von 8 von Punkten. Das ist schon viel für den Monat. Denn im Februar, wo wir in der Range waren, hatten wir nur eine Schwankung von 550 Punkten. So, und jetzt suchen wir mal, ob es irgendwo diese minus 3% gibt. Nein, der schwächste Tag im Februar waren 1,39 und 1,72, also die Hälfte an Volatilität auf der Unterseite. Und auch im Januar 1,72, genauso wie der Februar, wobei der Januar extrem stark war, 8%, gab es nicht so einen schwachen Tag. Und wenn wir jetzt in das letzte Jahr reinschauen und gehen da in den Dezember, dann haben wir mit minus 3,28 den letzten genauso schwachen Tag am 15.12. Also heute ist der 14.3., gestern war der 13.3., 15.12. bis 13.3. Da vergehen drei Monate, drei ganze Kalendermonate, bis man wieder mal so einen starken Abschwung sieht. Und das Interessante daran ist, dass am Folgetag, und das deswegen bemühe ich auch die Historie hier sehr gerne, am Folgetag ging der Markt noch mal ein ganz kleines Stück nach unten. Dann hat er sich leicht erholt, ganz unsicher, ein bisschen stärker erholt, ja. Und dann sind wir hin und her schwankend aus dem Jahr heraus gelaufen. Also genau sowas schauen wir uns an und leiten daraus ab, was es für die Zukunft für Kurse geben kann. Jetzt schauen wir nochmal nach Amerika, bevor wir auf den Tagesausblick DAX zu sprechen kommen mit der Vorbörse. Denn die Amerikaner sind ja diejenigen, wo die Krise, die potenzielle Krise, ausgelöst wurde. Ja, die haben gar nicht so stark gewackelt. Zwischendurch war der Dow Jones sogar deutlich im Plus, der Nasdaq auch. Was ist dabei zurückgeblieben? Ja, am Ende plus minus null, würde ich sagen, wenn man die mal mittelt, also der S&P ganz leicht im Minus, minus 5 Pünktchen, der Nasdaq sogar leicht im Plus 50 Punkte, der Dow Jones 90 im Minus, der Dow Jones war zwischenzeitlich bei 32.200 und hat davon wieder 400 Punkte abgegeben. Na gut, aber der WIX steigt an, also die Volatilität. Die Sentimentdaten gehen noch ein Stück zurück und das ist der Punkt, wo ich vorhin sagte, es gibt auch Daten, die mich positiv stimmen. Wenn eben dieser Fear and Greed Index so negativ ist, dann ist eine Erholung sehr, sehr nah. Das heißt, ich würde hier nicht komplett schwarz malen und sagen, oh, das kann nur nach unten rauschen. Vor einem Monat, als der Markt auch eine Kehrtwende auf der Unterseite vollzog, auf einem höheren Level, gebe ich zu. Aber eine Kehrtwende, da war der Fear and Greed Index viel höher. Ja, und jetzt ist er auf dem Stand, wo er auch vor einem Jahr mal war, also in einer extremen Angstsituation. Das könnte eine Gegenbewegung provozieren. Ich habe auf so eine Gegenbewegung gestern am Wall Street Handelstag gesetzt, gleich zum Handelsstart. Deswegen noch einmal vom Wall Street Trading am Nachmittag die Idee, wenn du da Lust drauf hast, komm gerne hinzu. Gib dir erstmal den DAX-Link rein, DAX Live Trading, dass du das im Chat siehst und dann für die Wall Street auch noch einmal mein Fazit siehst, die Tiefkurse als Stopp
verwendet, die wir in der Vorbörse hatten, dann zum Handelsauftakt geschaut, in welche Richtung läuft es und in Richtung des Gaps Long gehandelt. Auch natürlich nicht bis zum Tageshoch, aber so ein paar kleine Live-Trades. Ist doch immer schön, wenn man das sieht. Und genau sowas kannst du dann am Ende dir auch selbstverständlich mit mir gemeinsam anschauen. Dazu habe ich dir dann auch wieder einen Link zur Verfügung gestellt und der sieht so aus. Und dabei bitte beachten, Live-Trading Wall Street, auch da diesen Beispiel-Trade mal eingebunden in den Artikel, dass du siehst, dass man jeden Tag quasi neue Preise hat, weil die 10er-Karte ja weniger wird. Ab nächste Woche machen wir mal eine Wochenkarte und auch beachten, dass der Wall Street-Handel schon eine Stunde eher startet, nämlich 14:25 wegen der Zeitumstellung. Kommen wir auf den Börsenausblick zu sprechen zum DAX. Wir wissen also jetzt, wo der Schlusskurs gestern war. Wir wissen, wie stark die Volatilität war. Wir wissen, wie die Amerikaner geschlossen haben und dass wir aus der Range rausgefallen sind. Was wir nicht wissen, ist, ob das schon ein Support ist. Tatsächlich gestern in den Tiefs und da, wo wir auch in der Vorbörse, das ist und den Xetra-Schlusskurs haben, das ist der Bereich, wo der Markt sich Mitte Januar stabilisierte. Ja, also bevor es nochmal ordentlich über die 15.000 nach oben lief, hatte der Markt dort erstmal kurz verweilt, nochmal aufgedippt und dann später, das müsste der 20. Januar rum sein, noch einmal einen Zweifachboden ausgebildet für den Januar. Und dann haben wir nur noch über die Range gesprochen, den ganzen Februar, den Anfang März. Jetzt sprechen wir wieder über die Zeit aus dem Januar. Wenn das hält, können wir sehr dynamisch zurücklaufen und dann wären meine Erholungsziele, dass wir tatsächlich die 15.050 erst einmal hinter uns lassen. Das ist noch eine Ecke. Und darüber dann, da ist ja gestern übrigens mehrfach gescheitert, und darüber dann die 15.144 oder 15.150 kannst du dir vielleicht besser merken, denn das war, und dann nehme ich dich gerne mal mit in den Chart von STOXX3, wenn man die alte Range sich anschaut, die sieht ja auf einen Blick, die habe ich dir mehrfach skizziert, gab es hier diesen Ausbruchsversuch, diesen einen. Und von diesem einen Ausbruchsversuch würde ich tatsächlich den Tiefpunkt hier einmal nehmen als Referenz hier rüber und das Ganze hier etwas stärker. Na, jetzt bin ich hier verrutscht, aber du weißt, was ich meine. Und das Ganze hier etwas stärker gewichten. Dieser Tiefpunkt, diese 141, wo der 144, wo der Markt drehte, das könnte jetzt als nächstes hier der Anlaufpunkt sein auf der Long-Seite. Da sind wir gestern nicht ganz rangelaufen. Ich mache das auch mal mit einem Stift deutlich. Also gestern hat er es versucht und ist so 10 Punkte davor gescheitert. Und das wäre mein Ziel für eine Bewegung auf der Oberseite. Also, dass wir jetzt hier Schwung nehmen und als nächstes vielleicht den 50er-Bereich hier rausnehmen. Da ist er gestern auch mehrfach gescheitert. Ist jetzt der 30-Minuten-Chart, wenn du das im 5-Minuten-Chart dir anschaust, siehst du, wie oft das passiert ist. Also hier direkt zum Wall Street-Start, einmal reingelaufen, 40, 50, dann reingelaufen, zurück, rangelaufen, zurück, rangelaufen, wieder zurück im Nachthandel, auch schon zweimal rangelaufen. Jetzt kommen wir hier mit einem Schwung ran und sobald das hier drüber läuft, würde ich skizzieren, dass es da auch nochmal eine Ecke höher gehen kann. Und wohin? Das ist eben dieses, was ich gerade eingezeichnet habe, hier oben 145 und was es auch in der Analyse hier gibt. Also nicht verzagen, nicht komplett schwarz malen. Ich würde die Vorbörse unter 15.000 auch eher auf der Kaufseite begleiten. Was heißt eher? Ich werde sie auf der Kaufseite begleiten, weil ich davon ausgehe, dass es ja auch eine technische Erholung gibt, insofern die US-Börsen stabil sind. Und das sind sie ja gerade. Also wir haben jetzt keine weiteren Abverkäufe gesehen beim Dow und beim Nasdaq als Future-Indikation. An Termin, ganz, ganz wichtig, heute 13:30 Uhr, die Inflationsdaten aus den USA. Da müssen wir darauf achten, das sind die Verbraucherpreise. Und da kann es dann auch wieder eine starke volatile Phase geben, also 100 Punkte hoch, runter. In welche Richtung weiß ich nicht. Wenn es nach oben geht und wir wieder in die alte Range reinlaufen, oh Gott, ich will jetzt nicht sagen, dann fresse ich einen Besen, aber das ist wirklich, dann werden viele sehr, sehr verzweifelt. Ein Ausbruch mit so einer starken Dynamik wieder einzufangen, Auweia. Ja, mal gucken, was da passiert. Ja, und dann haben wir natürlich auch den Live-Trading-Room, wo wir ausführlich drüber reden mit dem Markus ab 10 Uhr. Sehr, sehr gerne. Und im Laufe der weiteren Handelswoche gibt es die Einzelhandelsumsätze USA, die Erzeugerpreise, die EZB-Sitzung am Donnerstag, Freitag, großer Verfallstag, Reuters, Uni Michigan, Verbrauchervertrauen auf Unternehmen. Gehe ich heute jetzt mal nicht ein, morgen ausführlicher. Wir sind schon ganz schön lang dabei, das Thema hier zu erörtern und sehen uns ja sowieso im Livestream auf Fit for Finanzen über mehrere Stunden. Damit sage ich schon mal danke, dass du bei der Morgenanalyse anwesend warst und komm gut in den Handelstag.